Diese Angelegenheit spielte sich in der allerletzten Zeit meines polnischen Aufenthaltes ab. Mit Beginn des Norwegen-Feldzugs, verstärkt durch den Westfeldzug, ist die Widerstandsbewegung der Polen sehr aktiv geworden. Die Sicherheitspolizei verlangte schärfstes Eingreifen. Der Einwand, den Bühler gemacht hat, wie er als Zeuge hier angegeben hat, ist wirklich gemacht worden. Ich habe die Worte des Generalgouverneurs aber immer so aufgefasst, wie sie Bühler aufgefasst wissen wollte, aber Bühler hat sehr recht gehabt, aufmerksam zu machen, denn vielleicht hätte die Polizei größere Vollmachten aus den Worten entnommen. Als der Generalgouverneur ihr geben wollte. Dr. Frank hat gegen die Urteile der Polizeistandgerichte immer Stellung genommen, hat eine eigene Prüfungskommission eingesetzt, der ich vorgesessen bin, solange ich in Polen war. Und wir haben manchmal bis zur Hälfte der ergangenen Urteile aufgehoben. Wie lange waren Sie überhaupt tatsächlich während Ihrer Zeit Stellvertreter in Verhinderung des Frank? Ich glaube 10 Tage. 10 Tage. Ich glaube, also Polen ganz kurz abschließen zu können mit der Frage, haben Sie auch irgendwelche Maßnahmen getroffen, die man effektiv als im Interesse der polnischen Bevölkerung bezeichnen kann. Im Winter 1939-40 war in den polnischen Städten Hungersnot. Ich habe bei Staatssekretär Backe persönlich interveniert und einmal zum Beispiel 6.000 Tonnen Getreide für die Großstädte erwirkt. Ich habe beim Herrn Reichsmarschall Göring und beim Führer dafür interveniert, dass die Stadt Lodz beim Generalgouverneur bleibt und ebenso das Kohlengebiet westlich von Krakau. Ich wende mich nun dem Hauptanklagepunkt zu. Das ist die Frage Ihrer Tätigkeit in den Niederlanden. Meine erste Frage geht dahin, wieso sind Sie überhaupt Reichskommissar der Niederlande geworden? Der Führer hat mich ernannt. Wo waren Sie damals? Ich befand mich auf einer Dienstreise in Generalgouvernement, wurde von Dr. Lammers aufgefordert, ins Hauptquartier zu kommen. Sie haben sich also nicht darum beworben? Ich habe gar nicht daran gedacht. Ich habe damals gerade den Führer gebeten, zur Wehrmacht einrücken zu dürfen. Ja, waren Sie nicht durch Ihre Kriegsverletzung gehindert, Wehrmachtsangehöriger zu werden? Ich habe gehofft, dass ich doch noch irgendeine Verwendung finden kann. Welches waren nun die Instruktionen, die Sie vom Führer für diese Stellung bekommen haben? Diese Instruktionen sind in dem von der Anklage vorgelegten Dokument 997 PS recht gut dargestellt.
Es ist dies Erz F-122. Ich hatte die zivile Verwaltung zu führen und in deren Rahmen die Interessen des Reiches wahrzunehmen. Ich habe auch einen politischen Auftrag bekommen, nämlich bei Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit der Niederlande zu trachten, dass dieselben aus ihrer englandfreundlichen Einstellung eine deutschlandfreundliche Einstellung einnehmen mit einer besonders engen wirtschaftlichen Verbindung. Ich möchte auf den dritten Absatz des Dokumentes verweisen, indem ich auf die Schwierigkeiten dieser beiden Aufträge ihrer Übereinstimmung hingewiesen habe. Ich verwies darauf, dass dieselben nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen seien. Die Besatzungsmacht verlange die Unterbindung aller möglichen öffentlichen Betätigungen. Die Weckung einer politischen Willensbildung, aber die Gewährung solcher Freiheiten, dass das schließliche Ergebnis für die Niederländer zu einer eigenen Entscheidung wird. Ich hatte also nicht die Absicht, den Niederländern einen bestimmten politischen Willen zu oktroyieren. Ist dieser Auftrag des Führers später irgendwie abgeändert worden? Dieser Auftrag ist niemals abgeändert worden. Wie haben Sie diesen Auftrag nun in politischer Beziehung durchgeführt? Haben Sie die bestehenden Parteien in den Niederlanden zur Mitarbeit herangezogen? Mit Ausnahme der marxistischen Parteien habe ich alle Parteien bestehen lassen und ihnen eine Betätigungsmöglichkeit gegeben, soweit dies im Interesse der Besatzungsmacht möglich war. Die nationalsozialistischen Parteien habe ich besonders gefördert. Die Anklage hält Ihnen nun vor, dass Sie in Ihren Reden manches anders dargestellt haben, als Sie ausgeführt haben. Ich verweise da auf PS 3430, USA 708. So wird behauptet, dass Sie versucht haben, den Holländern den Nationalsozialismus aufzuzwingen. Es ist Nummer 76, Seite 197. Es ist bestimmt richtig, dass das, was ich mir vorgenommen habe und in meinen Reden als Vorsatz auch proklamiert habe, in der Praxis nicht durchgeführt wurde und durchführbar war. Haben Sie nun... Darf ich noch? Ja. Es mag aber sein, auch sein, dass es den Niederländern den Eindruck macht, als ob ich ihnen den Nationalsozialismus oktroyieren wollte, weil ich nur die nationalsozialistischen Parteien schließlich zugelassen hatte und die übrigen Parteien verbieten musste. Ich habe aber niemals mit staatlichen Zwangsmitteln
von irgendeinem Niederländer verlangt, dass er Nationalsozialist werde? Oder die Zugehörigkeit zur nationalsozialistischen Partei zur Voraussetzung gemacht, die allgemeinen Rechte auszuüben, die irgendeinem Niederländer zugekommen sind. Ich habe dies in meiner Rede übrigens ausdrücklich erwähnt. Ich habe gesagt, ich werde immer als Nationalsozialist handeln. Das bedeutet aber nicht, dass ich auch nur einen Menschen dem Nationalsozialismus aufzwingen will. Der Nationalsozialismus ist eine Sache der inneren Überzeugung. Es gibt zwei Gruppen von Organisationen, die politischen, wo ich Wert darauf lege, dass jedes Mitglied Nationalsozialist ist. Das sind durchaus freiwillige Organisationen. Und die berufsständischen Organisationen, da ist es gleichgültig, welche Gesinnung der einzelne Mann hat, wenn er nur eben seine Aufgaben aus seinem Beruf heraus erfüllt. Warum und wann haben Sie nun die politischen Parteien in den Niederlanden aufgelöst? Das erfolgte in der zweiten Hälfte 1941. Mit Ausbruch des Ostfeldzuges nahmen alle politischen Parteien, mit Ausnahme der Nationalsozialisten, eine aktive feindliche Stellung gegen die Besatzungsmacht ein. Eine Duldung war im Interesse der Besatzungsmacht nicht mehr möglich. Ich glaube, es ist immerhin beachtlich, dass ich diese Parteien anderthalb Jahre lang in Betätigung ließ, die ja für den Nationalsozialismus um nichts weniger feindlich sind, als der Nationalsozialismus heute für die demokratischen Parteien. Sagen Sie, ist das richtig oder nicht, dass Sie dagegen einseitig die Partei NSB bevorzugt haben? Das ist bestimmt richtig, soweit es sich um das politisch-propagandistische Gebiet handelt. Es ist unrichtig, soweit es sich um den staatlichen Bereich gehandelt hat. Mir ist die Errichtung des sogenannten volkspolitischen Sekretariats vorgeworfen worden. Das war ein nationalsozialistischer Beratungskörper für meine Verwaltung, der auf die niederländische Verwaltung keinen Einfluss nehmen durfte. Solche Versuche habe ich strikte unterbunden. Haben Sie nun trotzdem nicht einzelne Mitglieder der NSB in staatliche Stellungen gebracht? Das ist richtig und für mich selbstverständlich, denn ich musste
mir Mitarbeiter aussuchen, auf die ich mich verlassen konnte. Aber dieselben standen nicht unter einem Parteibefehl. Ja, im Gegensatz, es hat sich meistens eine gewisse Differenz zwischen diesen und der Parteiführung herausgebildet. Ich habe entgegen dringenden Vorstellungen auch nicht eine niederländisch-nationalsozialistische Regierung eingesetzt, wie dies in Norwegen der Fall war, hauptsächlich deshalb, weil einige niederländische Herren, wie der Generalsekretär Van Damme, der Präsident des Obersten Gerichtshofes Van Loon, der Präsident des Kulturrates Professor Snyder, mir in eindringlichen Worten das Unrichtige einer solchen Maßnahme vor Augen gehalten haben. Der Zeuge, Präsident Forring, der hier vernommen wurde. Ist es richtig? Eine Abnutzung der nationalsozialistischen Parteien zugunsten der deutschen Politik ist tatsächlich eingetreten. Von mir beobachtet worden und von mir auch öffentlich festgestellt worden. Ich habe das bedauert, aber nicht verhindern können. Die deutsche Besatzungsmacht hat eine Reihe von Maßnahmen setzen müssen, die für die Niederländer drückend waren und daher unsere niederländischen Freunde diskreditiert haben. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, den man Ihnen macht, alle Kulturinstitutionen gleichgeschaltet zu haben? Dieser Vorwurf ist formal zum Teil sicher richtig. Mit dem Verbot der politischen Parteien sind auch die meisten Organisationen der freien Berufe unmöglich geworden, weil in den Niederlanden bis zum Schachverein herunter alles politisch geteilt war. Im Interesse der Besatzungsmacht musste ich neue Aufsichtsorgane schaffen. Vielleicht ist es ein Mangel der Fantasie gewesen, dass diese Neuschaffungen den Vorbildern im Reich zum Teil sehr ähnlich waren. Ich habe diese Organisationen aber nur zur Aufsicht verwendet. Ich habe niemals eine politische Mitarbeit verlangt. Ich habe nicht nur nicht die Berufsausübung davon abhängig gemacht, sondern nicht einmal die Mitgliedsbeiträge zwangsweise einheben lassen. Der nächste Vorwurf. Ich gebe zu, dass wir zwei Fehler gemacht haben. Aus zwei Irrtümern. Wir waren in den Irrtum befangen, dass unsere Ordnung der Besatzungsmacht die richtige oder zumindest bessere ist. Und zweitens, dass sich in einem besetzten Gebiet ein eigenständiger politischer Wille entwickeln kann. Daran sind wir in dieser Politik gescheitert. Welche Institutionen haben Sie da hier eingerichtet? Ich habe eine Kulturkammer gemacht, eine Ärztekammer, Apothekerkammer,
einen Landstand, auch eine Arbeitsfront, aber das war eine freiwillige Organisation. Die Mitglieder konnten ohne jeden Nachteil austreten, wenn sie wollten. Ein weiterer Vorwurf, der Ihnen gemacht wird, ist der Vorwurf der Germanisierung. Was sagen Sie dazu? Da muss ich zuerst etwas deutlich machen. Im Englischen wird man hier Germany sagen und im Russischen Germanski. Beides heißt Deutsch. Wenn wir von Germanisierung gesprochen haben, haben wir nicht an Verdeutschung gedacht, sondern an eine politische und kulturelle Zusammenfassung der sogenannten germanischen Völker unter gegenseitiger Gleichberechtigung. Dass wir aber so eingegriffen haben, habe ich auch in einer Rede erklärt. Es ist das Dokument 103. Warum greifen denn die Deutschen in den Niederlanden in alles ein? Ich habe dann ausgeführt, dass in diesem totalsten Krieg es Spannungsaugenblicke gibt. Das ist immer noch das USA 708, das nicht übersetzt ist, aber vorgelegt ist das ganze Buch, noch nicht hier. What is the, has it got a PS number? Die PS-Nummer ist 3430, vorgelegt USA 708. Das ist ein Buch, das heißt 4 Jahre Niederlande, wo die Reden des Zeugen gesammelt sind und von denen einzelne in der Anklageschrift vorgelegt wurden und auf die jetzt der Zeuge erwidert. Thank you. Es gibt Spannungsaugenblicke, in denen es überhaupt keine Abgrenzung mehr gibt zwischen dem, was kriegswichtig und militärisch und dem, was privat und zivil ist. Es war mir vollkommen klar, dass jede öffentliche Betätigungsmöglichkeit für oder gegen die Besatzungsmacht ausgewertet werden kann und dass ich sie daher unter Kontrolle nehmen muss. Hat es auch Versuche gegeben, der NSDAP aus dem Reich ihre Verwaltung in dem Sinne der Partei zu beeinflussen? Die Auslandsorganisation in den Niederlanden wurde zu einem Arbeitsbereich umgeändert. Dieser Arbeitsbereich hat die Politik der nationalsozialistischen niederländischen Partei in jeder Beziehung unterstützt. Wir gehen jetzt zum einen besonderen eigenen Einfluss. Hat sie also nicht gehabt? Hat sie nicht gehabt. Das ist das Wesentliche. Wir gehen jetzt zur Verwaltung selbst über. Welche Kompetenzen gab es denn in den Niederlanden? Im zivilen Bereich war der Reichskommissar, gleichgeordnet die Wehrmacht mit dem Wehrmachtsbefehlshaber.
Und einen selbstständigen Bereich hat die Polizei gehabt. Der Wehrmachtsbefehlshaber hat ein eigenes Eingriffsrecht gehabt. Und vom Juli 1944 an ist ein Teil der vollziehenden Gewalt auf ihn übergegangen. Die Polizei ist mir nur zur Verfügung gestanden, unter den höheren SS- und Polizeiführern. Dieser ist vom Führer über Vorschlag Himmler ernannt worden. Ich bin vorher nicht gefragt worden. Und die Polizei hat sich ein eigenes Prüfungsrecht vorbehalten. Das heißt, wenn ich hier einen Auftrag gegeben habe, hat sie geprüft, ob der Auftrag mit ihren Weisungen, die Himmler direkt an den höheren SS- und Polizeiführer gegeben hat, übereinstimmt. Dann war auch noch die Funktion des Vierjahresplans in der weiteren Ausführung des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und des Rüstungsministers. Ja, dann kommt als Reichsorganisation wohl auch noch der Einsatzstab Rosenberg in Frage und Speer, damit man das Bild abnimmt. Das war der Rüstungsminister Speer. Ja. Es gab noch einzelne kleinere Sonderaufträge. Waren Sie also nur eine Art Durchführungsorgan übergeordneter Reichsstellen? Nein. Ich bin kein normaler Beamter gewesen, sondern der Verantwortungsträger des Reiches im zivilen Bereich. Vielleicht, dass in den ersten Monaten die Berliner Dienststellen noch über mich hinweg gearbeitet haben. Ich habe dann die Verwaltung so bei mir konzentriert, dass im zivilen Bereich nichts geschehen ist, wozu ich nicht meine Zustimmung gegeben hatte. Der Führer hat das ausdrücklich einmal anerkannt und ich bemerke, dass ein Rückschluss auf andere besetzte Gebiete nicht gezogen werden darf. Ich bin überzeugt, dass in den Ostgebieten und im Generalgouvernement diese Zusammenfassung nicht so war. Welche Möglichkeiten hatten denn Sie, die Verwaltung einzurichten? Die Initiative und das Ausmaß der Ansprüche des Reiches ging natürlich von den zuständigen Reichszentralstellen aus. Ich habe diese Forderungen mit meinen Mitarbeitern geprüft, auch unter Heranziehung der niederländischen Dienststellen. Wir haben einen Gegenvorschlag gemacht, der uns für die Niederländer zumutbar schien. Wenn das Reich dennoch mehr verlangt hat, so waren wir bemüht, die Grenze des Zumutbaren nicht zu übersteigen. Bis zum Jahr 1943 wurden alle Anforderungen durch die niederländischen Behörden selbst vollzogen. Ich habe meinen Dienststellen kein Anforderungsrecht gegeben, sondern erst nach dieser Zeit, da dann die Anforderungen so groß wurden,
dass ich das den niederländischen Behörden nicht mehr zumuten wollte. Ich komme nun weiters wiederum zur Polizei zurück, die Sie schon erwähnt haben, dass Sie direkt Himmler unterstanden ist. Sie fragten, welche Möglichkeiten ich hatte. Ja. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Die Königin der Niederlande und die Regierung ist nach England gegangen. Ich hätte eine neue niederländische Regierung ernennen können, so wie Norwegen. Oder ich musste die Verwaltung des Landes selber führen. Ich habe mich zum Letzteren entschlossen. Wie haben Sie die vorhandene niederländische Polizei organisiert? Während die deutsche Polizei von mir selbstständig war, unterstand mir die niederländische Polizei. Es war aber selbstverständlich, dass ich die Aufsicht über die niederländische Polizei auch dem höheren SS- und Polizeiführer übertragen habe. Wurde diese und zwar als meinem Generalkommissar für das Sicherheitswesen. Die niederländische Polizei war in drei oder vier Kompetenzen aufgeteilt. Ich glaube, es kann mit dem Interesse der Besatzungsmacht beantwortet werden, dass wir sie organisatorisch zusammengefasst haben. Was war denn die Landwacht? Die Landwacht war eine Selbstschutzformation der niederländischen Nationalsozialisten. Es sind im Jahr 1943 schwere Terrorfälle gegen Nationalsozialisten vorgekommen. Sehr grausame Tötungen. Es war die Gefahr des Gegenterrors, wie wir ihn von Dänemark gehört haben. Es sind auch einige Fälle vorgekommen. Ich habe daraufhin die Landwacht organisieren lassen, die den Auftrag hatte, als eine unter Disziplin stehende Hilfspolizei den Straßenverkehr in der Nacht zu kontrollieren, Eisenbahnen zu bewachen und so weiter. Die Folge war, dass tatsächlich diese Terrorakte was zur Gänze aufgehört haben. Und da weitere Schwierigkeiten bis Mitte 1944 nicht entstanden sind. Herr Zeuge, wir kommen jetzt zu einem außerordentlich wichtigen Kapitel. Darf ich auf das Dokument 101 verweisen? Dieses Dokument ist mir von der Anklage vorgeworfen worden. Is 101 the right designation? Herr Präsident, die Reden, die der Angeklagte zitiert, habe ich zur Vervielfältigung gegeben, weil sie eigentlich schon dem Gerichte vorliegen. Aber die Übersetzung ist nicht nachgekommen, weil man die ganzen Affidavits auch mit übersetzen wollte. Das liegt daher nicht vor. Ich hoffe aber, dass ich morgen früh sie schon habe.
but hasn't it got a PS number or any other? Es ist immer ein Buch, USA 708. Wo aber PS 3430. Die Anklage hat nur einzelne Sätze immer herausgenommen. I see. Die Anklage hat Seite 167 zitiert. Ich habe am 1. August 1943 eine Rede gehalten, in der ich besondere Maßnahmen ankündige, die Schwierigkeiten und Beschränkungen für die Niederländer bringen werden. Und die Anklage glaubt, dass die späteren Erschießungen damit zusammenhängen. Das ist ein Irrtum. Die Beschränkung, von der ich da gesprochen habe, war lediglich das Verbot, dass sich Niederländer außerhalb ihrer Provinz aufhalten dürfen. Damit nicht Terrorbanden aus dem Westen in den Osten kommen. Da das gerade zur Urlaubszeit war, war das für die Niederländer eine Beschränkung. Ich gehe jetzt zur nächsten Frage über. Haben Sie die bestehende Organisation der Gerichte abgeändert und gar missbraucht? Ich habe die niederländische Gerichtsorganisation voll übernommen. Die niederländische Rechtsprechung hatte einen anerkennenswert hohen Stand. Ich habe nur in zwei Fällen Ergänzungen vorgenommen. Die niederländischen Richter zeigten kein Verständnis für die wirtschaftliche Situation. Zum Beispiel wurde einmal eine Schwarzschlechterbande die viele Stück Rindvieh geschlachtet und in Schleichhandel gebracht hat, mit 200 Gulden Geldstrafe belegt. Ich habe da eigene Wirtschaftsrichter eingeführt, Niederländer, die mehr Verständnis für diese wirtschaftlichen Notwendigkeiten hatten. Der Rechtszug blieb aber, wie er war. Wir haben aber natürlich unsere deutschen Gerichte eingeführt, wie das jede Besatzungsmacht macht. Also wir haben die niederländischen Gerichte gehabt, die deutschen Gerichte für Deutsche, die sich in den Niederlanden aufgehalten haben, und die Polizeigerichte. Aber auch für Niederländer, die sich gegen die deutschen Besatzungsinteressen vergangen haben. Nun wird im Verfahren behauptet, dass durch diese Gerichte 4000 Hinrichtungen erfolgt seien, die sie zu verantworten hätten. Das ist vollkommen unrichtig. Wenn ich alles zusammenrechne, was durch die deutschen Gerichte, Polizeigerichte und Militärgerichte an Todesurteilen ausgesprochen und vollstreckt wurde. Und wenn ich dazu noch die Fälle nehme, wo bei einem Zusammenstoß mit der Exekutive
Niederländer ums Leben gekommen sind, so ergibt dies nach einer Aufstellung des höheren SS- und Polizeiführers bis Mitte 1944 noch nicht 800 Fälle in 4 Jahren, also weniger als ein Bombenangriff auf die Stadt Nijmegen gekostet hat. Sie haben auch... Die Erschießungen kamen nachher. Sie haben auch das Begnadigungsrecht ausgeübt und eine eigene Gnadenabteilung gehabt. Ja. Ich möchte in diesem Zusammenhang als Urkunde aus dem Dokumentenbuch die Urkunde Nummer 75, Seite 190 vorlegen. Es ist dies eine eidesstattliche Erklärung des Kammergerichtsrates Rudolf Fritsch, der der Gnadenreferent des Reichskommissars war. Ich möchte aus dieser Urkunde vorlesen, 2 Absätze von Seite 3, 2. Absatz. Bei der Ausübung des Gnadenrechts ging der Reichskommissar davon aus, dass dieses eines der vornehmsten Rechte eines Staatsoberhauptes sei und in besonderem Maße dazu geeignet war, gute vertrauliche Beziehungen zwischen den Deutschen und den Niederländern zu schaffen. Im Anfang hat er deshalb in allen Fällen aufgrund ihm vorgelegter Sachberichte mit einem Gnadenvorschlag der Gnadenabteilung selbst entschieden. Nach etwa 2 bis 3 Monaten delegiert er intern die Ausübung des Gnadenrechts auf den Leiter der Gnadenabteilung mit folgenden Ausnahmen. Erstens Niederschlagung von Verfahren. Zweitens Entscheidung bei Todesurteilen. Drittens Entscheidung grundsätzlicher Fragen. Viertens Entscheidung von Einzelfällen. Es ist kein Todesurteil vollstreckt worden, bei dem nicht auch ohne das Vorliegen eines Gnadengesuches die Gnadenfrage von Amts wegen geprüft worden wäre. Dann von Seite 5, 5. Absatz. Da die Zusammenarbeit mit den niederländischen Justizbehörden ergeben hatte, dass man ihnen Vertrauen entgegenbringen konnte, hat der Reichskommissar nach und nach das Gnadenrecht im Wesentlichen auf den niederländischen Justizminister delegiert. Aus dem großen Posteingang ersah ich wiederholt, dass von der Gestapo Polizeiaktionen veranstaltet worden waren, durch die die ordentliche Gerichtsbarkeit ausgeschaltet wurde.
Ich habe in solchen Fällen Material gesammelt und dieses zu Vorstößen benutzt, um die davon Betroffenen den ordentlichen Gerichten zur Aburteilung zu überstellen. Mit solchen Vorstößen habe ich auch Erfolg gehabt. Dies war für mich der Beweis, dass der Reichskommissar ein Gegner wilder polizeilicher Methoden der Gestapo war und ein Anhänger des ordentlichen Justizwesens. Da wir können das Kapitel Justiz abschließen und jetzt zu den Finanzfragen übergehen. Es ist doch sehr wichtig, der Befehl des Führers, der die Gerichte ausschaltet. Bitte, wenn Sie etwas sagen wollen. Der ist ja entscheidend. Nach dem Amsterdamer Streik habe ich eine Standgerichtsbarkeit vorgesehen. Das ist keine Erfindung neuerer Zeit. Das ist das summarische Gerichtsverfahren in Ausnahmezuständen, wie es sich in der Gerichtsordnung jedes Landes findet. Die Standgerichte hatten auch besondere Kautelen. Erstens war ein ordentlicher Richter im Standgericht. Zweitens war ein Verteidiger zugelassen, und zwar auch Niederländer. Und drittens musste ein Beweisverfahren durchgeführt werden. Und wenn die Schuldfrage nicht schlüssig war, musste der Fall den ordentlichen Gerichten überwiesen werden. Dieses Standgerichtsverfahren ist nur 14 Tage in Kraft gewesen. Anlässlich des Generalstreiks im Mai 1943. Die zahlreichen Erschießungen nachher gehen nicht auf diese Standgerichte zurück. Sie waren vorgesehen auch für den Fall des Ausnahmezustandes. Inzwischen ist aber ein Führerbefehl gekommen, der bereits bekannt gegeben ist durch einen Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht. Und zwar ist das PS 1155. Pardon, das war falsch. PS 835. Der Führer hat am 30. Juli 1944 verfügt, dass alle nichtdeutschen Zivilpersonen der besetzten Gebiete die sich einer Terror- oder Sabotageaktion schuldig gemacht haben, der Sicherheitspolizei zu übergeben sind. Gegen diesen Befehl hat der höhere SS-Führer und ich Einspruch erhoben, weil wir dessen schädliche Auswirkung speziell in den Niederlanden klar erkannt haben. Durch einen solchen Befehl werden die Niederländer nur in die illegalen Organisationen hineingedrängt. Der höhere SS- und Polizeiführer hat durch 4 bis 6 Wochen den Befehl nicht ausgeführt. Er hat dann eine scharfe Rüge von Himmler bekommen. Und von da ab musste er die
wegen Sabotage verhafteten Niederländern oder illegaler Betätigung. Selbst im eigenen Wirkungskreis beurteilen und allenfalls erschießen. Darauf sind die größeren Erschießungen zurückzuführen. Ich glaube aber nicht, dass es 4000 waren. So oft ich konnte, habe ich der Sicherheitspolizei nahegelegt, bei Durchführung dieses Befehls sehr genau zu sein. Ich habe auch keine Verständigung über die einzelnen Fälle bekommen. Ich stand unter dem Eindruck, es wären etwa 600 bis 700 gewesen. Wenn ich Sie also recht verstanden habe, war das eine Polizeiangelegenheit, die direkt... Sie war jedenfalls gar nicht mehr in meiner Kompetenz und in meinen Einfluss. Allerdings, wenn ich damals die Sicherheitspolizei beauftragt habe, in irgendeinen Ort einer illegalen Bewegung nachzugehen, dann musste ich mir sagen, dass ein oder der andere Niederländer, der führend in der Bewegung festgestellt wurde, durch die Polizei erschossen werden wird, ohne dass die Gerichte und ich es überprüfen können. Aber ich konnte ja nicht darauf verzichten, die Sicherheit der Besatzungsbehörde zu wahren, weil der Führerbefehl gegeben war. Ich gehe jetzt zu dem Kapitel Finanzfragen über. Es ist eine Urkunde vorgelegt worden, wo ein Herr Tripp seinen Rücktritt anmeldet. Wer war dieser Herr? Herr Tripp war Präsident der Niederländischen Bank, also der Notenbank, und Generalsekretär für Finanzen. Ich glaube, wenn man die ersten Notenbankfachleute der Welt nennt, wird man Herrn Tripp nennen müssen. Er ist eine ausgesprochene Persönlichkeit und gehört zu den Männern, die heute als niederländische Patrioten bezeichnet werden. Er war ja auch Generalsekretär für Finanzen. Er war bis März 1941 Generalsekretär der Finanzen. Ich habe in meiner ersten Ansprache an die Generalsekretäre erklärt, ich verlange von keinem Generalsekretär, dass er etwas tut, was gegen sein Gewissen ist. Wenn er glaubt, etwas nicht machen zu können, so könne er seinen Abschied ohne jeden Nachteil nehmen. Ich verlange nur, dass er meine Befehle loyal durchführt, solange er im Amt ist. Herr Tripp ist bis März 1941 im Amt geblieben. Er ist dann zurückgetreten, weil er etwas nicht mehr durchführen wollte. Er hat nicht den geringsten Nachteil erfahren. Wer war sein Nachfolger? Ich möchte sagen, was Herr Tripp bis zum März 1941 durchgeführt hat, ist nach meiner Anschauung in jeder Beziehung zu rechtfertigen, denn sonst hätte er es bestimmt nicht getan. Sein Nachfolger war Herr Rostland Donningen. Rostland Donningen war Völkerbundkommissär in Österreich mit einem ähnlichen Aufgabenbereich, wie er ihn dann von mir in den Niederlanden bekommen hat. Wie verhält sich nun
mit den Besatzungskosten. Für die zivile Verwaltung habe ich mit Herrn Tripp vereinbart, dass ich monatlich 3 Millionen Gulden bekomme. Hierzu kamen dann noch etwa 20 Millionen Sühnegelder. In den ersten 3 Jahren habe ich 60 Millionen Gulden erspart, die als eine eigene Stiftung in den Niederlanden geblieben sind. Bezüglich der militärischen Besatzungskosten hatte ich kein Prüfungsrecht. Die wurden von der Wehrmacht beim Finanzminister angefordert. Und ich bekam den Auftrag, sie zur Verfügung zu stellen. Im Laufe des Jahres 1941 hat das Reich auch mittelbare Besatzungskosten verlangt. Es ist auf den Standpunkt gestanden, dass nicht nur die Kosten, die unmittelbar in den Niederlanden erwachsen, bezahlt werden müssen. Sondern auch die Vorbereitungskosten im Reich. Es verlangte 50 Millionen Mark im Monat zum Teil in Gold. Diese Zahlung hat später den Titel einer freiwilligen Ostdienste bekommen. Do you mean Marks or do you mean Gilder? Do you mean Marks or Gilder? Mark. 50 Millionen Mark. Diese Zahlung hat später den Titel einer freiwilligen Osthilfe bekommen, aus politischen Gründen. Aber das war natürlich nicht der Fall. Das Reich verlangte später die Erhöhung auf 100 Millionen. Das habe ich aber abgelehnt. Der Herr Tripp ist zurückgetreten als Generalsekretär für Finanzen, weil die damals noch bestehende Devisensperre zwischen Deutschland und den Niederlanden aufgehoben wurde. Das ist richtig. Ich habe aus meiner Verwaltung den Antrag bekommen zur Intensivierung des Wirtschaftsverkehrs zwischen Niederlanden und dem Reich. Die Devisengrenze insofern aufzuheben, als man nun ohne Einschaltung der Notenbanken Gulden in Mark und umgekehrt austauschen konnte. Die grundsätzliche Austauschmöglichkeit ist schon unter Herrn Tripp festgelegt gewesen. Aber sie unterstand der Kontrolle der Notenbanken. Also auch der niederländischen Bank. Herr Tripp hat Widerspruch erhoben. Ich habe die Sache nach Berlin weitergegeben. Berlin hat entschieden, dass es durchgeführt wird. Herr Tripp ist zurückgetreten. Ich habe Herrn Rost van Tonningen zum Präsidenten der niederländischen Bank gemacht und habe die Verordnung herausgegeben. Ich bemerke, dass der Präsident der Reichsbank, Herr Funk, gegen diese Regelung war. Zur Erklärung kann ich anführen, dass damals die Auswirkungen nicht so katastrophal anzunehmen waren, wie sie später geworden sind. Die Niederlande waren damals vollkommen abgeschnitten. Das Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Es war zu erwarten, dass die Mark die führende Währung in Europa wird.
man hätte damit dem Gulden einen gleichen Rang verschafft. Im Februar 1941 zum Beispiel war die Einfuhr aus dem Reich in die Niederlande größer als die Ausfuhr aus den Niederlanden in das Reich. Der Reichsminister Funk hat immer den Standpunkt vertreten, dass dies echte Schulden sind, sodass die etwa 4,5 Milliarden Debit-Schulden bei einem anderen Ausgang des Krieges an die Niederlande hätten zurückgezahlt werden müssen. Wenn ich Sie also richtig verstanden habe, war es Ihr Generalsekretär für Finanzen, Dr. Fischböck, der diese Angelegenheit im Gegensatz zu Tripp angeregt hat. Ich weiß nicht, ob die Anregung nur von Fischbeck gekommen ist. Ich nehme an, dass er auch mit anderen Herren gesprochen hat. Er hat sie mir vorgetragen. Es wird weiters Ihnen vorgeworfen, dass Sie völkerwiderrechtlich Kollektivstrafen durch Geldbußen eingehoben haben. Kollektivstrafen sind ja nach dem Völkerrecht nur verboten für Einzelvergehen. Die große Kollektivstrafe von 18 Millionen Gulden wurde im Zusammenhang mit dem Generalstreik in Amsterdam, Haarlem und Hilversum verhängt, an dem sich die gesamte Bevölkerung beteiligt hat. Später habe ich verhängte Kollektivstrafen zurückzahlen lassen, wenn Einzeltäter als verantwortlich festgestellt wurden. Können Sie uns irgendein praktisches Beispiel dazu sagen? Ich glaube, dass der Zeuge Schwebel das sagen kann. Es waren Städte in Südholland, wo das geschehen ist. Die Anklage wirft Ihnen weiters vor, dass Sie für die Vorgänge im Geisellager Michel-Gestell verantwortlich sind. Was sagen Sie dazu? Die Vorgänge im Geisellager Michel-Gestell kann ich voll und ganz verantworten. Das war kein Geisellager im technischen Sinn, sondern ich habe Niederländer, die nachgewiesenermaßen in Widerstandsbewegungen tätig waren, in eine Sicherungshaft genommen. Das Lager Michel-Gestell war kein Gefängnis. Ich habe es besucht. Die Lagerinsassen haben Golf gespielt. Sie haben Urlaub bekommen in dringenden Familienangelegenheiten oder Berufsangelegenheiten. Es ist nicht einer erschossen worden. Dann Funk, der dagegen war, Göring als Leiter des Vierjahresplanes, die Entscheidung getroffen hat, dass die Devisensperre aufzuheben ist. Und er schreibt mir hier, und ich trage auch die Verantwortung. Also es ist eine Entscheidung, die dann Göring getroffen hat. Was? Dr. Steinbach. It is not, of course, a regular way in which to inform the tribunal about anything, to tell them what one of the defendants may have said to you during an adjournment.
Nein, er hat mir es geschrieben. I'm afraid that doesn't make it any better. You can ask the witness any question about it. Lehnen Sie es doch als Exhibit vor. Ja. Zur Frage der Erschießungen ohne Gerichtsurteil möchte ich mir erlauben, auf eine sehr wichtige Urkunde zu verweisen. Das ist Nummer 77, Seite 199. Es ist dies F224, Bericht des Kriminalkommissars Mund. Er sagt Folgendes auf Seite 3. Nach meiner Ansicht ist es sehr wahrscheinlich, dass General Christiansen die Höchstzahl der hinzurichtenden Opfer gefordert hat. Christiansen sprach zu Rauter, ein impulsiver und taktloser Mann, von zahlreichen Vergeltungsmaßnahmen. Und dieser seinerseits übte einen Druck auf die BDS, Klammer Dr. Schöngartner, aus. Er berichtet weiter auf Seite 5. Es handelte sich hier oft um Gefangene, die von dem höheren SS und Polizeiführer schon zum Tode verurteilt waren. Für die Vergeltungsmaßnahmen als strafbare Taten war die Polizei zuständig. Nach dem Monat August 1944 und gemäß einem Befehl des Führers legte man diese Vergeltungsmaßnahmen derart aus, dass eine Anzahl Niederländer aus ganz anderen Beweggründen verhaftet wurden und dass sie wegen Sabotagehandlungen und Mordversuchen erschossen worden seien. Darf ich das noch ganz kurz erläutern? Bitte. Es sind zum Beispiel führende Mitglieder der Widerstandsbewegung verhaftet worden und bei Prüfung durch den Herrn SS und Polizeiführer als zu erschießen bestimmt worden nach dem Führerbefehl. Der höhere SS und Polizeiführer hat seinen Gerichtsoffizier zu dieser Prüfung zugezogen. Es kam dann ein Sprengattentat auf eine Brücke und statt Geisel zu erschießen, wurden diese Männer genommen und erschossen. Also es war gerade der umgekehrte Fall der Geiselerschießung. Oder sollte es wenigstens sein? Ich komme jetzt zu dem Kapitel Römisch 4b, Konzentrationslager und Gefängnisse. Meine erste Frage, wer war hierfür zuständig? Für die Konzentrationslager und für die polizeilichen Untersuchungsgefängnisse war die Polizei zuständig. Für die gerichtlichen Untersuchungsgefängnisse die Gerichtsbehörden. Wobei also die gerichtlichen Untersuchungsgefängnisse mir unterstanden. Hat es auch in den Niederlanden Konzentrationslager gegeben? Jawohl. Vor allem das große Konzentrationslager Fücht in der Nähe von Hertogenbosch. Dann ein polizeiliches Durchgangslager bei Amersfoort. Ein Judensammellager in Westerbork. Von Michel Gestel habe ich schon gesprochen, das war ein Schutzhaftlager. Und dann spielt noch ein Lager Ommen eine Rolle, das aber weder ein Polizei- noch ein Konzentrationslager war, aber in dem Missbräuche vorgekommen sind.
Was können Sie mir nun über das Lager, Herr Zogenbosch, sagen? Herr Zogenbosch war ursprünglich als ein Judensammellager gedacht. Damals, als wir die Absicht hatten, die Juden in den Niederlanden zu behalten. Reichsführer Himmler hat einen Befehl gegeben, ein Konzentrationslager draus zu machen. Ich habe mich nach einiger Überlegung mit diesen Gedanken abgefunden. In der Erwägung, ich kann es nicht verhindern, dass Niederländer in Konzentrationslager kommen. Dann ist es mir aber immer noch lieber, sie kommen in ein Konzentrationslager in den Niederlanden, wo ich vielleicht doch noch einen gewissen Einfluss nehmen kann. Nun sollen aber auch in diesen Konzentrationslagern Exzesse vorgekommen sein. So zum Beispiel gerade in dem Lager Vögt, das Sie genannt haben. Das ist vollkommen richtig. Sowohl in Gefängnissen als auch in Konzentrationslagern sind Exzesse vorgekommen. Ich halte das in Kriegszeiten beinahe für unvermeidlich, weil dann subalterne Menschen eine unbedingte Vollzugsgewalt über andere Menschen bekommen und zu wenig kontrolliert werden. Wo ich aber etwas erfahren habe, habe ich eingegriffen. Das erste Mal im Jahr 1900, Ende 40 oder 41, da meldete mir der Vorsteher meines deutschen Gerichtes, es wäre ihm ein Häftling vorgeführt worden mit Schlagwunden auf dem Kopf. Ich habe diesen Fall prüfen lassen. Der Gefängnisaufseher wurde disziplinär bestraft und ins Reich zurückgeschickt. Beim Konzentrationslager Vücht gab es bei Bezug eine große Sterblichkeit. Ich habe sofort eine Untersuchung einleiten lassen unter Zuziehung niederländischer Hygieniker. Ich habe mir damals täglich und später wöchentlich die Sterblichkeitsziffer vorlegen lassen, bis sie ungefähr die normale Höhe erreicht hat. Ich weiß natürlich nicht, ob mir die Lagerleitung nur die normalen Sterbefälle mit bekannt gegeben hat und auch Erschießungsfälle, das weiß ich nicht. In diesem Lager hat es Exzesse gegeben durch Veranstaltung von Gelagen. Man hat auch hier und da von Schlägereien gehört. Der Lagerleiter wurde abberufen und ins Reich geschickt. Und ich bemerke, dass der höhere SS- und Polizeiführer offenbar selbst bemüht war, die Ordnung aufrechtzuerhalten, obwohl ihm die Lager nicht unterstanden sind, sondern dem Gruppenführer Pohl. Es hat dann einen sehr schweren Fall gegeben. Er ist im Dokument F224 unter dem Stichwort Frau in Zelle geschildert. Der Lagerleiter hat aus angeblich disziplinären Gründen eine größere Anzahl von Frauen dicht gedrängt in eine Zelle über Nacht gesperrt. Dabei sind 3 bis 4 Frauen erstickt. Als wir davon gehört haben, haben wir ein gerichtliches Einschreiten verlangt. Die Zentralverwaltung in Berlin hat das abgelehnt.
Wir haben uns an Reichsführer Himmler gewandt und nicht nachgegeben. Der Lagerleiter ist vor das Gericht gestellt worden und hat mindestens 4 Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Ich glaube aber 8 Jahre. Das ist übrigens in dem französischen Bericht angedeutet. Dann haben wir das Lager Amersfoort. Das Lager Amersfoort war ein polizeiliches Durchgangslager. Also Polizeihäftlinge, die den Gerichten zu überliefern waren oder die ins Reich zu kommen hatten oder Arbeitsverweigerer, die ins Reich abgeschoben wurden. Dort waren die Leute oder sollten die Leute im Allgemeinen nicht mehr als 6 bis 8 Wochen sein. In diesem Lager war eine niederländische Bewachungsmannschaft, aber nicht niederländische Polizei, sondern eine freiwillige SS-Wachkompanie, glaube ich. Hier sind Exzesse vorgekommen. Generalsekretär Van Damme hat mich aufmerksam gemacht, dass ein Niederländer dort erschlagen worden sein soll. Ich habe den höheren SS- und Polizeiführer dringend ersucht, den Fall zu klären. Er hat dies durch seinen Gerichtsoffizier getan und hat mir die Akten eingesandt. Nach den Akten sind schwere Misshandlungen vorgekommen, aber kein Totschlag. Die Täter wurden bestraft. Ich habe den höheren SS- und Polizeiführer wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass Konzentrationslager und Gefängnisse in dieser Kriegszeit geradezu die Gelegenheitsstellen für Roheitsexzesse sind. Und wenn da oder dort kein schwerer Fall, aber doch gewisse Misshandlungen zu mir gebracht wurden, habe ich ihn immer aufmerksam gemacht und er berichtete mir dann, dass der Fall entweder sich nicht zugetragen habe oder dass er eingeschritten sei und so weiter. Ich habe mir insbesondere die Ernährungssätze der Konzentrationslager und Gefängnisse vorlegen lassen. Die Ernährungssätze waren zufriedenstellend. Ich glaube, dass die Niederländer in den Konzentrationslagern und Gefängnissen Ende 44 und 45 mehr bekommen haben als die Holländer in den Westniederlanden, was ich aber keineswegs als etwas Besonderes bezeichnen will, denn die Holländer haben Hunger gelitten. Es war dann das Lager Westerbork. Westerbork ist schon seinerzeit von der niederländischen Regierung angelegt worden, als ein natürlich vollkommen freies Lager für aus Deutschland geflüchtete Juden. Dies wurde ausgebaut zu einem Sammellager für Juden. Im Lager selbst war eine jüdische Ordnungstruppe, Ordnungswache. Nach außen wurde das Lager durch niederländische Polizei abgesperrt. Es war lediglich ein Kommando der Sicherheitspolizei zur Aufsicht drin. Ich habe in den ganzen Akten keinen Bericht gefunden über Exzesse im Lager selbst. Es sind auch jeden Sonntag Geistliche in das Lager gekommen. Jedenfalls ein Geistlicher
für die katholischen Juden und einer für die sogenannten christlichen. Aber auch die haben nichts berichtet. Über den Abtransport werden wir ja später sprechen. Jetzt möchte ich noch von Ommen sprechen, denn da liegt ein längerer Bericht vor. Ommen war als Ausbildungslager gedacht für jene Niederländer, die sich wirtschaftlich in den Ostgebieten betätigen wollen. Freiwillige. Sie wurden dort über Land und Leute orientiert und über die Sprache. Der Lagerleiter hat sich aus einer benachbarten niederländischen Strafanstalt Strafhäftlinge ausgeborgt. Für Arbeit. Da kamen die Nachrichten, dass diese Strafhäftlinge misshandelt werden. Die Richter von Amsterdam wandten sich an mich. Ich habe den niederländischen Richtern von Amsterdam die Erlaubnis gegeben, persönlich das Lager zu besuchen und die Strafhäftlinge zu sprechen. Dies geschah laut Dokument F224 am 5. März 1943. Darauf haben die Amsterdamer Richter einen längeren Brief an den Generalsekretär der Justiz geschrieben. Sie beschwerten sich über sie, über von ihnen festgestellte Misshandlung der Häftlinge. Und über die Tatsache, dass niederländische Häftlinge in Gefangenenanstalten des Reiches zum Arbeitseinsatz überführt werden. Die Beschwerden waren zutreffend. Ich habe angeordnet, dass die Häftlinge aus dem Lager Ommen wieder zurück in die niederländische Strafanstalt kommen. Die niederländischen Häftlinge aus den deutschen Gefängnissen wieder zurück in die niederländischen Gefängnisse. Dieses Vorgehen war korrekt und hat daher bei mir notwendigerweise eine entsprechende Erledigung gefunden. Da muss ich Ihnen, Herr Doktor, eine Zwischenfrage richten und einen Vorhalt machen. Sie haben aber dann, wie aus der Urkunde RF 931 hervorgeht, Richter, die ähnliche Beschwerden vorgebracht haben, und zwar von Leiwaden, abgesetzt. In meinen Augen war das Vorgehen des Gerichts von Leiwaden inkorrekt. Diese Richter haben sich nicht an mich gewandt, sondern haben in einem Urteil öffentlich behauptet, dass die niederländischen Häftlinge in deutsche Konzentrationslager kommen und erschossen werden. Das war nach dem mir vorliegenden Tatbestand falsch. Ich habe sie dann orientiert über die Ergebnisse der Amsterdamer Richter. Die Leibadener Richter haben es nämlich abgelehnt, weiter Urteile zu fällen. Und habe sie aufgefordert, nunmehr weiter zu amtieren. Sie haben das abgelehnt und ich habe sie daraufhin als Arbeitsverweigerer entlassen. Ich hätte sie durchaus vor ein deutsches Gericht stellen können wegen Gräuelpropaganda.
Sind Ihnen Beschwerden seitens des Roten Kreuzes über Verhältnisse in den Lager gebracht worden? Wir hatten in den Niederlanden die Einrichtung, dass eine Vertreterin des Roten Kreuzes, des niederländischen Roten Kreuzes, Frau von Overleen, sämtliche Konzentrationslager und Gefängnisse besuchen konnte, vor allem um sich zu überzeugen, ob die Lebensmittelpakete zugestellt werden. Weder Frau von Overleen noch die Leitung des niederländischen Roten Kreuzes hat jemals eine Beschwerde an mich kommen lassen. Ich möchte sagen, dass dieser Umstand für mich besonders maßgebend war. Denn die Niederländer haben sich über alles beschwert. Und wenn da keine Beschwerden an mich kommen, war das eine gewisse Beruhigung. Ich möchte noch bemerken, dass etwa Anfang 1944, nach den mir vorgelegten Ausweisen, etwa 12.000 Niederländer in Konzentrationslagern oder Gefängnissen waren. Das bedeutet also so viel, wie wenn heute im gesamten großdeutschen Bereich 120.000 Deutsche in Gefängnissen oder Lagern wären. Das hat mich veranlasst, gerichtliche Kommissionen einzusetzen, die die Lager besuchen mussten und die Gefängnisse, um zu überprüfen, ob die Häftlinge nicht entlassen werden können oder dem gerichtlichen Verfahren werden können. Wo natürlich Befehle von Berlin vorlagen, konnte ich nichts machen. Herr Zeuge, ja. Sie haben also uns dargestellt, dass Sie ununterbrochen einen Kampf gegen die Polizei in dieser Frage geführt haben. Ich möchte nicht von einem Kampf sprechen. Glauben Sie auch, Erfolge gehabt zu haben? Ich glaube, aufgrund bestimmter Feststellungen. Ich habe den Vorgängen hier sehr genau gefolgt. Und wir haben ja ganz furchtbare Dinge gehört. Die Berichte aus den Niederlanden scheinen mir nicht so arg zu sein. Ich will gar nicht sagen, dass jeder Exzess von mir bedauert wird. Aber solche Berichte wie zum Beispiel über Bendong in Belgien liegen nicht vor. Aus den Berichten ergibt sich eigentlich als schwerster Vorwurf Prügeleien. Es ist nur ein einziger Bericht hier, F677, eines Erhebungsbeamten Bruder, der so das Niveau der üblichen Gräuelmeldungen enthält. Aber ich glaube, dass dieser Bericht sehr mit Vorsicht aufgenommen werden muss. Bruder meldet nicht einmal, wer ihm das gesagt hat. Die Meldungen selbst sind unglaubwürdig. Er behauptet zum Beispiel, dass die bei der Arbeit befindlichen Häftlinge sich vor jedem SS-Posten auf den Boden legen mussten. Ich glaube nicht, dass das von der Lagerleitung geduldet worden wäre, weil ja da die Häftlinge nicht hätten arbeiten können. Ich vermag kein Urteil abzugeben, aber ich habe den Eindruck, ganz so arg war es in den Niederlanden vielleicht nicht. Ich glaube also, das Kapitel abschließen zu können und gehe zu Römisch 5 der Anklage über. Die Fragen des Arbeitseinsatzes.
Welche Probleme haben Sie auf dem Gebiet des Arbeitseinsatzes in den Niederlanden vorgefunden? Auf dem Gebiet des Arbeitseinsatzes können wir drei, vielleicht vier Phasen unterscheiden. Als ich in die Niederlande kam, fand ich etwa 500.000 Arbeitslose vor. Die registrierten Arbeitslosen, die zu erwartenden aus der Entlassung der niederländischen Land- und Seemacht bei der Demobilisierung und dann Kurzarbeiter und so weiter. Es war für mich ein vordringliches, nicht nur soziales Problem, die Arbeitslosenzahl zu beseitigen. Denn erstens ist ein so großes Arbeitslosenheer zweifellos eine Rekrutierungsmenge für illegale Betätigung. Und zweitens war bei Fortdauer des Krieges zu erwarten, dass die wirtschaftliche Lage der Arbeitslosen schwieriger wird. Damals haben wir mit Maßnahmen eingesetzt, die ich trotz aller Vorhalte als freiwillige Arbeitswerbung bezeichnen muss. Das währte bis Mitte 1942, also etwa 2 Jahre. Ich habe damals weder den deutschen noch den niederländischen Arbeitsbehörden die Vollmacht gegeben, irgendjemanden zur Arbeit ins Ausland zu verpflichten. Sicherlich war ein gewisser wirtschaftlicher Druck da, aber der ist, glaube ich, in dieser Frage immer vorhanden. Die Werbung erfolgte durch die niederländischen Arbeitsämter, die dem niederländischen Generalsekretär für soziale Verwaltung unterstanden. Bei den Arbeitsämtern befanden sich deutsche Inspektoren. Auch private Vermittlungen waren tätig. Die Firmen aus dem Reich haben eigene Vermittler herübergeschickt. Im Ganzen wurden etwa 530.000 Niederländer ins Reich in Arbeit vermittelt. In der Periode der von mir als freiwillig bezeichneten, etwa 240.000 bis 250.000 ins Reich und etwa 40.000 nach Frankreich. In der ersten Hälfte 1942 war dieses Reservoir aufgesogen. Das Reich verlangte weitere Kräfte. Wir erwogen nun die Einführung einer Arbeitspflicht. Die Weisung hierzu erhielt ich meines Erinnerns nicht von Sauckel, sondern als unmittelbare Führerweisung von Bormann. Nun erfolgte der Arbeitseinsatz überwiegend, aber nicht ausschließlich in der Weise, dass die jungen, womöglich nicht verheirateten Niederländer zum Arbeitsamt vorgeladen wurden und dort einen Verpflichtungsschein bekamen, im Reich Arbeit aufzunehmen. Der niederländische Bericht sagt selber, dass nur wenige sich weigern. Es wurden natürlich auch einige
die sich weigerten, von der Polizei festgenommen und ins Reich gebracht. Der höhere SS- und Polizeiführer hat mir gemeldet, dass dies insgesamt 2600 waren. Etwa 250 bis 260.000 Arbeitsverpflichteten und von 530.000 überhaupt Arbeitsverpflichteten. Also 1% beziehungsweise 0,5%. Ich glaube, dass die Ziffer der Zwangsmaßnahme im Reich auch nicht niedriger war. Oder höher war. Anfang 1943 verlangte das Reich einen Großeinsatz von Arbeit. Und es wurde mir nahegelegt, nun ganze Jahrgänge aufzurufen und ins Reich zu vermitteln. Ich bemerke, dass alle diese Arbeiter im Reich freie Arbeitsverträge bekamen und nicht in Arbeitslager kamen. Ich habe mich entschlossen, 3 Jahrgänge aufzurufen. Zwei junge Jahrgänge. Ich glaube, die 21- bis 23-Jährigen. Um die verheirateten Männer zu schonen. Der Erfolg war beim ersten Jahrgang befriedigend, beim zweiten mäßig, beim dritten ganz schlecht. Es war mir klar, dass ich weitere Einberufungen nur mit Brachialgewalt vornehmen kann. Das habe ich abgelehnt. Ich habe damals durch das Verständnis des Minister Speer erreicht, dass die Arbeiter nicht zur Arbeit, sondern die Arbeit zu den Arbeitern gebracht wurde. Es kamen große Aufträge in die Niederlande. Die diese Aufträge ausführenden Betriebe wurden als Sperrbetriebe erklärt. Dazu gehörte auch die Organisation TOT. Es sind damals Freistellungen vorgenommen worden für Niederländer, die in den Niederlanden notwendig sind. Die Freistellungsscheine wurden von den niederländischen Behörden ausgestellt. Und zwar über 1 Million Stück. Es war klar, dass das eine Sabotierung bedeuten sollte. Aber ich fühlte mich nicht veranlasst, dagegen einzuschreiten. Niemals wurde eine Frau zum Arbeitseinsatz außerhalb der Niederlande verpflichtet. Ebenso niemals Jugendliche unter 18 Jahren. Reichsminister Lammers hat hier bestätigt, dass er Anfang 1944 mir den Führerbefehl übermittelte, 250.000 Arbeitskräfte ins Reich zu bringen. Er hat bestätigt, dass ich das abgelehnt habe. Damals ist Gaulauter Saukel zu mir gekommen, hat die Sache mit mir besprochen.
Ich muss feststellen, dass er meine Argumente überraschend schnell anerkannt hat und nicht darauf gedrungen ist, Zwangsrekrutierungen durchzuführen. Unter Zwangsrekrutierungen verstehe ich die Absperrung ganzer Bezirke und das Herausfangen der Männer. Im Laufe des Jahres 1944 hörte die Arbeitsvermittlung nahezu zur Gänze auf. Statt 250.000 sind, glaube ich, 12.000 ins Reich geschickt worden. Ganz eine andere Aktion ist die im Herbst 1944. Aus den Erfahrungen in Frankreich und Belgien heraus beschloss das Oberkommando des Heeres, die wehrfähigen Holländer aus Holland, also Westniederlande, abzuziehen. Dies deshalb, weil von der niederländischen Regierung in England eine illegale Armee aufgezogen war. Ich habe das Organisationsstatut in der Hand gehabt. Es war ein kompletter Generalstab und ein komplettes Kriegsministerium. Und wir schätzten auf 50.000 illegale Streitkräfte. Wenn bei einem entsprechenden Aufruf nur noch ein wehrfähiger Niederländer dazutritt, so wären der Zahl nach die illegalen Streitkräfte größer gewesen als die deutschen Truppen in Holland. Dazu hatten sie von England sehr gute Waffenausrüstung bekommen. Wir haben ganze Schiffsladung modernster Maschinenpistolen beschlagnahmt. Ich bin aber überzeugt, dass der größere Teil der Waffen von uns nicht beschlagnahmt wird. Das Oberkommando des Heeres ordnete im Wege der militärischen Befehlshaber den Abzug der wehrfähigen Holländer an. Die Maßnahme wurde ausschließlich im Wehrmachtsbereich durchgeführt. Damit wurde ein eigens hergesandter General beauftragt und ein eigener Führungsstab. Die Maßnahme wurde durchgeführt durch den jeweiligen Standortkommandanten. Meine örtlichen Dienstbehörden wurden manchmal im letzten Augenblick, manchmal gar nicht verständigt. Ich habe natürlich von der Maßnahme gewusst. Angesichts der eben vorgebrachten Gründe konnte ich es nicht verantworten, dagegen zu protestieren. Ich habe mich nur eingeschaltet, um die zivilen Belange zu wahren. Damit die Arbeiter aus den lebenswichtigen Betrieben nicht mit herausgefangen werden. Damit beauftragte ich den Generalbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz, den mir inzwischen Dr. Goebbels nach den Niederlanden geschickt hatte.
Dessen Aufgabe bestand also darin, Freilassungsscheine auszustellen. Er hat 50.000 Stück ausgestellt. Do you mean Himmler? Did you mean Himmler? That you entrusted it to Himmler? Goebbels. Den Generalbevollmächtigten für totalen Kriegseinsatz. Goebbels. Ich gebe zu, dass diese Maßnahme zu Verhältnissen geführt hat, die für die Niederländer untragbar waren. Ich bin zwar sicher, dass was die Verpflegung, vorübergehende Unterbringung und Transport betrifft, die Bevölkerung in den deutschen Bombengebieten auch nicht leichtere Bedingungen gehabt hat. Aber von den Niederländern konnte man so einen Einsatz ja nicht verlangen. Es haben damals zahlreiche Niederländer mir gesagt, sie würden sich für diesen Arbeitseinsatz zur Verfügung stellen, keineswegs um der deutschen Sache zu helfen, sondern nur um diesen schweren Bedingungen zu entgehen, wenn man sie in einem geordneten Verfahren aufruft. Das habe ich dann getan. Der Generalbevollmächtigte für den totalen Kriegseinsatz hat eine Kundmachung erlassen, die dem Gericht vorliegt. Die Leute wurden zu den Arbeitsämtern gerufen, in Listen aufgenommen, wieder nach Haus geschickt, konnten sich Kleider und Wäsche holen, wurden auf den Bahnhof bestellt und nicht durch die Polizei, sondern durch Arbeitsbeamte ins Reich gebracht. Zum normalen Arbeitseinsatz. Der niederländische Bericht in seiner Objektivität anerkennt das. Er spricht von den besseren Transportbedingungen der Arbeitsmobilisation. Für diese Arbeitsmobilisation trage ich die Verantwortung aus den von mir angegebenen Gründen. Darf ich, Herr Präsident, hierzu bemerken, dass meine Urkunde Nummer 78, USA 195, Seite 200, Auszug aus dem Regierungsbericht der niederländischen Regierung, die Darstellung meines Klienten vollständig bestätigt. Ich möchte sie der Wichtigkeit halber ganz kurz verlesen. Seite 2. Arbeiter, die sich weigerten, in Klammer verhältnismäßig wenige, wurden vom Sicherheitsdienst SD verfolgt. Dann Seite 3. Abgesehen davon war die Maßnahme nicht sehr erfolgreich. Gewisse deutsche Behörden scheinen sich der Ausführung dieser Maßnahme widersetzt zu haben. Da viele ehemalige Angehörige der Streitkräfte verschont blieben. Andere tauchten unter. Das Ergebnis war, dass im letzten Monat des Jahres 43 und im größten Teil des Jahres 44
verhältnismäßig wenige Personen verschickt wurden. Und dann zum letzter Zehnten auf Seite 6. Bis Ende 44 war das Beförderungsverfahren für Deportierte erträglich. Wer sich zur Arbeitsmobilisierung im Jänner 45 meldete, hatte verbesserte Transportmöglichkeiten die Behörde vorgelegt worden. Ich möchte zur Gedächtnishilfe diese Urkunde 1726 meinem Klienten zur Einsicht geben, damit er sich an die Gesetze erinnert. Es liegt schon dem Gerichte vor. Was haben Sie als Reichskommissar in der Judenfrage veranlasst? Als ich die Funktion des Reichskommissars übernahm, war es mir natürlich klar, dass ich irgendwie auch Stellung nehmen muss und Maßnahmen werde treffen müssen, rücksichtlich der in den Niederlanden befindlichen Juden. Denn Amsterdam ist ja in Westeuropa vielleicht der bekannteste, eines der ältesten Sitz jüdischer Gemeinden. Dazu kam, dass in den Niederlanden sehr viele deutsche jüdische Emigranten waren. Ich will ganz offen sagen, dass ich aus dem Ersten Weltkrieg und der Nachkriegszeit heraus als ein Antisemit nach Holland gegangen bin. Ich brauche das hier nicht weiter ausführen, ich habe das alles in meinen Reden gesagt. Und ich darf dann darauf verweisen lassen. Ich hatte den Eindruck, und der wird mir überall bestätigt werden, dass die Juden natürlich gegen das nationalsozialistische Deutschland sein müssen. Eine Schuldfrage war für mich nicht zu erörtern, sondern ich musste als Chef eines besetzten Gebietes nur mit der Tatsache rechnen. Ich musste mir sagen, dass ich aus den jüdischen Kreisen besonders mit Widerstand, Defetismus und so weiter zu rechnen habe. Ich habe mit Generaloberst von Brauchitsch als Oberkommando des Heeres besprochen, dass ich in den Niederlanden die Juden aus den führenden Stellungen in der Wirtschaft, Presse, dann weiter aus den Staatsstellungen entfernen werde. Auf diese Maßnahmen haben sich meine Eingriffe von Mai 40 bis März 41 auch beschränkt. Die jüdischen Beamten wurden entlassen, aber mit Pension. Die jüdischen Firmen wurden registriert und die Firmenleiter entlassen. Im Frühjahr 1941 kam Heydrich zu mir in die Niederlande. Er setzte mir auseinander,
dass wir damit rechnen müssen, dass der größte Widerstand aus den jüdischen Kreisen kommt. Und erklärte mir, dass man die Juden doch wenigstens so wie sonst feindliche Ausländer. Es wurden zum Beispiel die Engländer in den Niederlanden konfiniert und deren Vermögen sequestriert. Bei der großen Zahl der hier in Frage kommenden Personen, etwa 140.000, war das nicht so einfach. Ich gestehe offen, dass ich mich diesem Argument Heydrichs nicht entzogen habe. Ich habe es auch für notwendig gehalten, in einen Krieg, den ich absolut als einen Kampf auf Leben und Tod des deutschen Volkes betrachtet habe. Ich habe daher die Registrierung der Juden in den Niederlanden im März 1941 angeordnet. Und nun ist es Schritt für Schritt weitergegangen. Ich will nicht sagen, dass das endgültige Ergebnis, soweit es in den Niederlanden gesetzt wurde, von Haus aus beabsichtigt war, aber es wurde dieser Weg gegangen. Die Verordnungen, die hier angeführt sind, wenn sie im niederländischen Verordnungsblatt erschienen sind, sind zumeist von mir selbst unterschrieben worden, jedenfalls mit meiner ausdrücklichen Zustimmung veröffentlicht worden. Einzelmaßnahmen, die hier erwähnt sind, lagen außerhalb meines Willens. Zum Beispiel sollen im Februar 1000 Juden verhaftet und nach Buchenwald und Mauthausen gebracht worden sein. Davon weiß ich so viel. Im Amsterdamer Ghetto ist ein Nationalsozialist von February what year? February what year? Februar 1941. 41. Im Amsterdamer Ghetto ist ein Nationalsozialist von Juden erschlagen worden. Reichsführer Himmler hat darauf die Überführung von 400 jungen Juden nach Mauthausen befohlen. Ich befand mich damals nicht in den Niederlanden. Das war übrigens der Anlass zum Generalstreik in Amsterdam im März 1941. Nach meiner Rückkehr nach den Niederlanden habe ich gegen diese Maßnahme protestiert und meines Wissens kam eine solche Massenverschickung nach Mauthausen nicht mehr vor. Es kam auch zur Verbrennung von Synagogen. Da hat offenbar jemand den Ehrgeiz des 8. November 1938 gehabt. Ich bin sofort eingeschritten, die Fälle vermehrten sich nicht. Hingegen wollte die Polizei den alten Tempel in Amsterdam niederreißen.
Generalsekretär Van Damme hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich habe das verhindert. Ich habe früher angedeutet, dass das Motiv der Maßnahmen in der Erwägung zu suchen ist, die Juden wie feindliche Ausländer zu behandeln. In der weiteren Durchführung wurde diese Basis bestimmt verlassen. Das war weiter nichts wie die Durchführung der Maßnahmen gegen die Juden, wie sie eben auch im Reich vorgekommen sind. Vielleicht ist in einem oder in den anderen Fall sogar mehr geschehen, denn ich weiß, dass zum Beispiel in den Niederlanden auch eine Aktion war, die Juden zu veranlassen, sich sterilisieren zu lassen. Das Ziel, das wir hatten, war, die Juden in den Niederlanden selbst zu behalten. Und zwar in zwei Bezirken von Amsterdam und dann im Lager Westerbork und im Lager Fücht. Wir hatten uns auch vorbereitet, hier entsprechende Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Ich habe dem Generalsekretär für Erziehung den Auftrag gegeben, aus dem holländischen Haushalt jene Mittel für die Erziehung der Juden zur Verfügung zu stellen, die nach der Kopfquote auf die jüdische Bevölkerung entfallen. Es wird sicher sein, dass schon bei dieser Maßnahme der Konzentration der Juden auf zwei Bezirke und zwei Lager verschiedene Härten vorgekommen sind, die vielleicht nicht zu umgehen waren, vielleicht auch schon Exzesse darstellen können. Schließlich verlangte die Sicherheitspolizei die Einführung des sogenannten Judensterns. Eine nicht unbeträchtliche Zahl von Juden war nicht in den Konfinierungsstellen. Und die Sicherheitspolizei verlangte deren Kennzeichnung. Um kontrollieren zu können, ob sich die Juden an die sonstigen Beschränkungen halten. Dieser Stern ist in den Augen der Deutschen sicherlich als eine gewisse Diffamierung anzusehen. Von den Niederländern wurde er nicht so aufgefasst. Und es hat so manchen Niederländer gegeben, die aus Protest selbst so einen Stern getragen haben. Es dürfte im Jahr 42 gewesen sein, als Heydrich neuerlich Forderungen stellte. Und zwar kam er jetzt mit der Forderung der Evakuierung der Juden. Er begründete die Forderung damit,
dass Holland über kurz oder lang Kriegsgebiet sein werde und dass man dann eine so feindselige Bevölkerung nicht im Kriegsgebiet haben dürfe. Er verwies darauf, dass er für die Sicherheit des Reiches verantwortlich sei, im polizeilichen Sinne, und dass er diese Verantwortung nicht tragen könne, wenn die Juden in Holland bleiben. Ich glaube, es hat 3 oder 4 Monate gedauert, in denen wir in den Niederlanden gegen diese Evakuierung Stellung genommen haben, Versuch gemacht haben, andere Auswege zu finden. Zum Schluss hat mir Heydrich einen Befehl des Führers vorlegen lassen, laut welchem er unbeschränkte Vollmachten zur Durchführung aller Maßnahmen hatte, auch in den besetzten Gebieten. Ich habe über Bormann rückgefragt, welche Bewandtnis es damit hat. Und dieser Befehl wurde mir bestätigt. Daraufhin wurde mit der Evakuierung der Juden begonnen. Ich habe damals versucht, mich über das Schicksal der Juden zu vergewissern. Und es fällt mir etwas schwer, darüber jetzt zu sprechen, weil es wie ein Hohn klingt. Man sagte mir, dass die Juden nach Auschwitz kommen. Ich habe veranlasst, dass von uns aus den Niederlanden Leute nach Auschwitz geschickt werden. Dieselben kamen mit dem Bericht zurück, das wäre ein Lager für 80.000 Menschen. Genügend geräumig. Diesen Leuten ging es verhältnismäßig gut. Sie hätten zum Beispiel eine 100 Mann starke Musikkapelle. Als ein Zeuge hier bestätigte, dass diese Musikkapelle spielte, wenn die Opfer in Auschwitz eingetroffen sind, habe ich mich an diese Meldung erinnert. Well, you won't be able to finish this evening, will you, Dr. Stanbar? Yes, yes. Will it? Nein, nein. How long do you think you're likely to be? Ich hoffe, morgen spätestens bis zur Mittagspause fertig zu sein. Vielleicht schon in einer Stunde. Na, eine Stunde. Ich habe noch die Fragen der Plünderung, der wirtschaftlichen Maßnahmen und der Zerstörungen zu besprechen. Dann wäre das Thema für mich erschöpft. They've adjourned. Hello, recording. They've adjourned.